Moin Leute, Trimax hier. Nein, Joke. Hier. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der NBA 2K21 My League mit den Houston Rockets. Oh mein Gott, was für ein Start in diese Folge. Und ja, apropos Start, der Saisonstart. Ich weiß nicht, ich habe mir mehr versprochen eigentlich. Und wir werden jetzt auch in dieser Folge, ich muss die Spannung gar nicht groß aufbauen, denn ihr werdet schon den Titel gelesen haben. Wir werden einen Trade suchen für Rui Hachimura. Der sagt auch, ich denke, ich habe jetzt lang genug das Trikot der Rockets zu tragen. Das denken wir auch. Wir hatten ihn uns in der ersten Saison geholt. Und es war auch ganz nett, aber wir brauchen Veränderung. Hachimura leistet viel zu wenig. Ich zeige euch mal hier die letzten Spiele. Hachimura, was leistet er? Franz Wagner 36 Punkte, 12 von 42 aus dem Feld. Die 50 Punkte Franz Wagner Challenge leider nicht ganz aufgegangen. Hachimura, wo ist er? Wo ist er? In dem Spiel 9 Punkte, 9 Rebounds, okay, war ja sogar mal ganz, ganz nett. Hier in dem Spiel Hachimura 2 Punkte in 27 Minuten. In dem Spiel, was hat er da gerissen? 12 Punkte, okay. Was hat er hier gerissen aus 12 Punkte? Ja, Avish glaube ich auch diese 12 Punkte, aber ich weiß nicht. Average 12 Punkte, 5 Rebounds, 1,8 Assists, 1,1 Steals. Bei 53% aus dem Feld, das gar nicht so schlecht ist. Und 50% Dreiern, okay, das ist sogar eigentlich sehr stark. Nimmt 2 Dreier pro Spiel, trifft einen. Boah, war schon Wando, okay. Ja, okay, das ist natürlich gar nicht schlecht, aber er regt mich echt zu sehr auf. Er regt mich zu häufig auf und ich glaube, wir haben auch mehr Bedarf an anderen Stellen. Ich sag mal jetzt ohne Hachimura. Kann man halt gucken, startet man dann zum Beispiel wieder mit Kevin Durant auf Power Forward, kann dann Jalen Johnson die Starting Five holen und ich hätte gerne eigentlich noch einen großen Center. Da ist halt die Frage, wen wir uns da holen. Da müssen wir mal jetzt gucken. Spielersuche, Position, Center. Wir brauchen einen großen Center, weil hier. Christian Wood gefällt mir sehr gut, werde ich auf keinen Fall abgeben, aber hat halt in manchen Matchups echt Probleme. Und da wäre es einfach gut, wenn wir den auf Power Forward stellen könnten. So ein Mitchell Robinson, der leider schon viel zu gut ist. Aber einfach so ein 2 Meter, weiß ich nicht. Ne? Hier, Christian Wood ist eben nur 2 Meter 8. Boban ist halt dann direkt 2 Meter 24, aber wie gesagt, irgendwie so ein, ja, 2 Meter, 2 Meter 13 Center oder so. Ne, so ein Jokic wäre natürlich ganz nett. Ich meine, die Frage ist, wo sind wir denn Waiting technisch? Und Capella wäre zum Beispiel schon interessant. Yusuf Nurkic auch gar nicht schlecht. Achiuwa ist auch relativ klein. Mo Bamba wäre sehr, sehr wild. Mo Bamba hätte ich ja nicht Bock drauf. Two-Way Stretch 5 kann ja sogar den Dreier treffen. Ne? Ja, Mo Bamba könnte man natürlich schon machen. Hat er wahrscheinlich auch nicht so die beste Zonenverteidigung, ne? Oder was hat er da? Post Defense A, ja, okay. Okay. Harrell ist auch natürlich eher klein. Bryant genauso. Miles Turner bringt auf jeden Fall auch ein bisschen Rim Protection mit. Das ist einfach das, was wir ein bisschen brauchen. Bol Bol, auch sehr wild. Robert Williams auch eher klein. Zubac ist schon wieder zu schwach eigentlich. Also es Miles Turner ist natürlich insofern interessant, dass der auch so ein bisschen ein Stretch-Fünfer ist. Mo Bamba spricht mich auf dem ersten, so auf den ersten Blick auf jeden Fall an. Wenn wir jetzt da zum Beispiel, oh, ne, Hachimura. Aber wir können ja erstmal noch gucken, was es hier für Trade-Vorschläge gibt. Hassan Whiteside ist natürlich vom Typen auch so her, aber das ist ein Trade, den wir verlieren würden. Langford bringt uns gar nicht. Zubac ist interessant, aber ein bisschen zu schwach auch. Bobby Portis ist auf jeden Fall zu schwach. Also Hachimuras Trade Value, ihr seht das schon bei den Gegenangeboten hier, ist auch wirklich begrenzt. Ja, okay, das sind auch die, ich glaube, wir hatten in der letzten oder vorletzten Folge schon die angeguckt. Das ist nicht so wichtig, das Wahre. So, wir tun Hachimura rein. 3 Sterne Trade Value. Und ja, wir überlegen mal. Also Embiid wird wahrscheinlich eher schwierig. ich meine, es muss natürlich auch gehaltstechnisch ein bisschen passen. Gafford Drummond, der auch viel zu viel verdient, leider. Mitchell Robinson verdient auch deutlich zu viel. Capella mit 18 Millionen wahrscheinlich auch noch ein Stück weit zu viel.
Wendell Carter Jr. ist auch ein bisschen klein. Gobert verdient zu viel. Zu schlecht. Nerlens Noel ist auch nicht das, was wir wollen. Wo sind denn hier jetzt die Jungs, die wir gerade zum Blick hatten? Die Andre Jordan ist auch ein bisschen zu alt einfach. Jokic leider zu stark. Turner wäre natürlich nachher eine Idee, verdient aber auch 18 Millionen. Ja, wo ist denn jetzt hier Mo Bamba? James Wiseman auch sehr nice, aber der hat eine 89. Nurkic dahinter, verdient nur, warum hat der denn ein Minimum Contract nur? Nurkic auch gar nicht schlecht natürlich. Zonenverteidigung A minus. Ja, Nurkic haben wir zumindest auch mal im Hinterkopf. Oh, Mo Wagner. Hat einfach eine 78 zumindest hier. Kann man sich auch nicht beschweren eigentlich. Wenn es natürlich jetzt gerade vorletzt wegen minus 12, aber auch nice. Hä? Die sind jetzt hier schon einmal durch. Wo war denn Mo Bamba? Wollen die veräppeln? Ist er nicht noch bei dem Magic hier? Gehen wir kurz in Magic. Da ist er doch, hier Mo Bamba. Also gültiger Trade für beiden Seiten. Hachimura hat für die aber schon nur noch 2,5 Sterne Trade Value. Deswegen werden die den Trade wahrscheinlich schon mal ablehnen. Sie bitten mich, einen wertvollen Aktivposten abzugeben, bieten mir aber keinen anderen vergleichbaren Gegenwert. Das können Sie vergessen. Okay, ja, sowas hatte ich befürchtet. Frage ist, können wir spielertechnisch da irgendwas abgeben? Wollen wir eigentlich ungern, ne? Also so einen Jaden Hardy hätten wir wahrscheinlich gerne, aber den behalten wir natürlich. Das heißt, wir müssen eigentlich an der Pick-Front gucken. Wir haben hier 2023 Erstrunden-Pick, besten Tauschen mit Houston. Der hat 1,5 Sterne Value, okay. Zweitrunden-Pick, der ist jetzt hier nicht wirklich valuehaft. Den Nets, Erstrunden-Pick 2024 ungeschützt, okay. Ich meine, die Nets werden wahrscheinlich auch nicht den allerbesten Pick haben. Bulls Lotterie geschützten Pick. Könnte natürlich auch gut und gerne mal ein Pick sein, der uns nichts bringt, weil die Bulls wahrscheinlich eher ein Lottery-Team sind. Okay, Beat nehmen, lehnen die auch noch ab. Das heißt, der Pick, wir gucken noch mal kurz, wie Chicago jetzt hier so dasteht vom Team her. Oder auch von der Tabelle. Aber ich glaube, ein Lottery-geschützter Bulls-Pick, ja, okay, die stehen jetzt hier 7-7. Haben natürlich einen 85er Kobe White, aber die sehen mir immer noch nach einem Lottery-Team aus. Okay, 86er Levine, aber ihr müsst auch sehen, die Teams werden ja alle besser hier. Das heißt, der Pick, den kriegen wir wahrscheinlich sowieso oder so nicht. So, Hachimura. Und hier gehen wir schnell zu Magic diesmal. Ey, ich hoffe, ihr feiert das auch, ne? Mit Mobamba jetzt. Das ist echt ein bisschen mies, so dass man jetzt, dass ich das jetzt hier auf gut Glück mache. Aber Mobamba, so, ich weiß nicht. Ich finde, der wird sehr gut reinpassen. So, der wird echt nochmal diese Rim Protection geben. Könnte man auch überlegen, Christian Wood auf die 4 zu stellen. Schwierig. Okay, Hachimura, Mobamba. So, Lottery-Pick der Bulls bringt uns sowieso nichts. Dann bräuchten wir wahrscheinlich noch einen Pick. Wir haben hier eigentlich noch die ein oder anderen Nets-Picks aus den James Harden-Trade natürlich. Und die sind aus meiner Sicht jetzt noch nicht so viel wert. Okay, das lehnen die aber auch ab. Ey, aber come on. Ich meine jetzt, Hachimura, Bamba, die nehmen sich ja jetzt eigentlich nicht so viel. Ich weiß nicht, warum die sich da so wehren. Aber wie gesagt, wir können ja keinen Spieler dazu noch abgeben. Wir brauchen eigentlich ja jeden Mann. Wir können den Mike Muscala geben. Können wir gar nicht traden. Nicola Melli wahrscheinlich genauso wenig. Boban auch nicht. Christian Wood geben wir sicher nicht ab. Boah, die machen mir das Leben hier nicht leicht. Noch einen. Okay. Jetzt haben wir natürlich die ein oder anderen Netzpicks abgegeben, aber wie gesagt, das sind halt auch nicht diese High-Valuable-Picks. Und ist okay, ist okay. Mobamba ist am Start. Gefällt mir erstmal. Mobamba soll direkt in die Starting Five. Jetzt bringen die du. Okay, so würden die das jetzt spielen mit Wood als Six Man. Eigentlich ist Wood halt zu stark für den Six Man. Das heißt, wir könnten eigentlich auch so starten. Ich würde gerne jetzt eine vollständige Rotation machen, aber John Wall muss mal endlich zurückkommen. Wie lange ist er noch verletzt? Kurzzeitig wahrscheinlich noch, ne? Ne, 4 bis 6 Wochen noch. Boah, okay, das ist natürlich ordentlich. Warte ich. Ich glaube, ich mache mal Wood hier kurz zum
Power Forward. Und dann überlegen wir mal, wie wir hier die Rotation machen. Ich glaube, ich mache sogar mal einen Rotationsplan. Das lohnt sich jetzt sogar für die Zeit. Wurde sogar eine 86 als Power Forward. Das ist echt immer wild, wie die dann einen Boost bekommen. Okay, aber von den Leuten, die Minuten bekommen, ist das schon mal okay. Wir machen jetzt mal einen Rotationszeitplan. Kann man den nicht erstmal irgendwie alles löschen? Alles löschen. Okay. Also, die Frage ist, wie machen wir es jetzt hier? Wir starten natürlich erstmal. Warte, ich will nochmal kurz gucken. Okay, die starten hier die 7 Minuten mit den Startern. Das lassen wir, glaube ich. Also, die ersten 7 Minuten. Wie machen wir nochmal die Positionen? So. Kommen erstmal unsere Starter und zerlegen den Gegner schon mal. Das gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Ja, das war jetzt einer zu viel. Zelle löschen. So. Ah, nee, nicht so viel. So. Also. So, die ersten 7 Minuten haben wir das dann. Und dann ist die Frage, wir machen weiter. Also, oh, definitiv soll das ja auch unser Closing Lineup sein, würde ich mal sagen. Das heißt, so die letzten 6 Minuten sollen die auf jeden Fall natürlich in engen Spielen gerade auch drauf sein. So. Damit hätten wir das schon mal. Und jetzt haben wir natürlich alles dazwischen, wo wir gucken müssen. Hier würde ich sagen, kommen dann jetzt auf jeden Fall Jalen Johnson kommt rein. Für einige Minuten. Duncan Robinson kommt rein für einige Minuten. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, Franz Wagner, wo wir den dann hinstellen. Wir könnten natürlich jetzt in der Zeit Kevin Durant als Power Forward nochmal spielen lassen. Dann spielt er natürlich hier direkt relativ lange. Soll Durant direkt das ganze erste Viertel spielen? Eigentlich nicht. Da sehe ich eher dann Christian Wood noch weiter. Weil Franz Wagner sehe ich als Power Forward auf jeden Fall nicht, genauso wenig wie Jalen Johnson. Okay, dann spielt Wood noch das Viertel zu Ende und danach startet hier Durant. So, als Point Guard die ganzen Minuten haben wir natürlich Caruso, der hier Minuten übernehmen soll. Der spielt mal bis hier dann. So. Franz Wagner kommt hier als Small Forward rein dann. Ja, ich meine, Wagner will ich nur als Small Forward einsetzen. Das ist echt schwierig mit seinen Minuten. Duncan Robinson gefällt mir eigentlich echt gut mit seinem Dreier. Der kann ja ruhig mehrere Minuten sehen. Dann spielt Franz Wagner hier, glaube ich, mal als Small Forward. Kann man hier nochmal die. Ah, ne. Ich würde gerne eigentlich mal Franz Wagners Karte sehen, ob man das solide machen kann. Weil Franz Wagner sehe ich halt von seinem Körper echt zu schwach für Power Forward eigentlich. Oder kann man das bringen? Eigentlich bräuchten wir ihn eher als Power Forward, ne? Da haben wir eher Bedarf. Das heißt, wir bringen ihn mal hier so. Haben dann hier wieder Jalen Johnson drauf. Ruhig. Bis so ungefähr. Das heißt, wir könnten eigentlich hier als Power Forward nochmal Kevin Durant bringen. Und dann wird ab hier dann das so laufen. Machen wir das so. So, Shooting Guard Minuten haben wir jetzt auf jeden Fall noch einige, aber da würde ich eigentlich Jaden Hardy auch noch ein paar geben. Bis hier vielleicht, das ist jetzt Anfang drittes Viertel, ne? Jaden Hardy auf Shooting Guard.
glaube, hier kommt noch mal Josh Richardson. Da klauen wir noch mal ein paar Minuten von Duncan Robinson. Die kriegt er aber hier dann in der Zeit wieder. So. So hat Duncan Robinson 21 Minuten. Das finde ich schon mal sehr solide. Franz Wagner hat jetzt gerade nur 15. Das ist natürlich eigentlich viel zu wenig. Aber mehr können wir ihm leider, glaube ich, auch nicht geben. Außer wir stellen ihn halt. Ah. So, also hier fehlt uns auf jeden Fall schon nur noch ein Spot. Center, genau. Center haben wir Mo Bamba aktuell nur 14 Minuten. Das heißt, den können wir auf jeden Fall auch nochmal hier irgendwo reinbringen. So, hier so. Problemfall haben wir 26 Minuten für Mo Bamba. Sieht ja auch schon mal solide aus. Wer ist denn unser Backup Center jetzt hier gerade? Christian Wood, wie viele Minuten kriegt der gerade? 22. Ich könnte natürlich auch noch ein paar Center-Minuten sehen. So vielleicht. So, jetzt haben wir gerade Jaden Hardy hat 21 Minuten. Könnt ihr als Point Guard eigentlich auch easy noch ein paar Minuten mehr machen? Kommt hier nochmal zwischendurch ein bisschen rein. Hat er nochmal relativ lange Pause ja auch zwischendurch. So. So, das heißt, Harden hat 27 Minuten. Richardson hat aktuell nur 20. Das ist eigentlich sehr wenig. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich dem noch mehr Minuten geben soll. Hardy können wir eigentlich auch noch. Ah, fuck, das wollte ich nicht. Oh nein, hier so. Boah, das ist aber auch schwierig gemacht hier. So. Das wollte ich ihm noch geben. So ein Point Guard haben wir eigentlich jetzt die ganze Zeit über, ne? Ne, hier haben wir noch keinen Point Guard. Da können wir eigentlich Kruse noch mal kurz einsetzen für die Spanne hier. Boah, ist aber auch eine lange Spanne, ne? Gehen wir mal hier so die Minuten. Und dann jetzt hier bis zum Ende spielt dann Jaden Hardy, der soll ruhig relativ viele Minuten bekommen. Hier unsere Endlineups haben wir nicht. Das heißt, wir sind denn hier mit Jalen Johnson, Wood, Durant, Robinson und Caruso. Und dann hier ab hier wird es dann Robinson, Bamba, Wood, Durant, Hardy. Und ab hier haben wir dann Hardy, Richardson, Durant, Wood, Bamba. Ja, okay. Aber jetzt hier am Anfang fehlen uns noch Minuten. Also hier haben wir jetzt Power Forward, Small Forward. Hier fehlt uns ein Center. Ich frage mich, ob wir Muscala Minuten geben wollen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oder ob wir hier ein bisschen Small Ball nochmal ausspielen. Mit Christian Wood auf Center. Christian Wood spielt natürlich das erste Viertel dann komplett durch jetzt. Aber soll er ruhig. Hat 29 Minuten, das finde ich noch vertretbar. Dann könnten wir Franz Wagner. Ja, wobei, sollen wir wirklich da Franz Wagner bringen? Schwierig. Brauchen einen Power Forward für die Minuten jetzt hier. Ich gebe mal Franz Wagner die erstmal. So, Franz Wagner 20 Minuten jetzt. Kruse. Wie viele Leute haben wir jetzt gerade eigentlich in der Rotation? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute. Wie gesagt, Muscala brauche ich eigentlich nicht unbedingt in meiner Rotation. So, ab hier fehlt uns. Jetzt haben wir Point Guard, Power Forward, Shooting Guard, Small Forward. Hier fehlt uns jetzt wieder ein Center. Mo Bamba kriege ich jetzt gerade schon 29 Minuten.
kommt hier noch mal rein, Mo Bamba, aber dann spielt er hier eigentlich zu lange am Stück. Der braucht ja noch mal irgendwo eine Pause. Machen wir so. Dann hat jetzt gerade Wood 34 Minuten, Bamba 31 Minuten. Was fehlt uns denn jetzt hier gerade hier noch? Small Forward, Shooting Guard. Power Forward fehlt uns. Könnten wir Durant geben. Braucht aber natürlich auch seine Pause, der Junge. Was fehlt es denn hier für eine Position? Center, Small Forward, Power Forward, Shooting Guard. Hier fehlt es ein Point Guard. Kruse hat schon 16 Minuten. Ich meine, wir könnten natürlich einfach Harde hier wieder zum Point Guard machen. Und Richardson die Minuten hier geben. Dann hat Richardson auch mit 27 Minuten solide Minuten. Und jetzt haben wir hier noch 4 Center-Minuten, die wir verteilen müssen. Ah ne, Power-Forward-Minuten. Durant kriegt schon 32, den will ich eigentlich nicht noch mehr geben. Johnson ist eigentlich zu klein für den Power-Forward. Wir können halt Franz Wagner hier schon zum Power-Forward machen. Und dann hier die Minuten Jalen Johnson geben. Hätten wir 21 Minuten für Johnson. Also wir starten damit der Starting 5 rein. Christian haben dann hier das Lineup mit Wood, Johnson, Robinson, Wagner, Caruso. Ab hier dann Caruso, Robinson, Johnson, Bamba, Durant. Ja, das sieht eigentlich solide aus. Ich meine, im echten Spiel ist es natürlich dann auch schwierig, das alles dann genau so umzusetzen. Und mit Wall müssen wir sowieso einen neuen Plan dann wieder machen. Aber ja, ich würde sagen, das passt eigentlich soweit. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir Änderungen beibehalten und beenden. Und ja, doch, gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Frage ist, gucken wir uns noch ein Spiel jetzt hier an, damit direkt. Ja, komm, wir gehen doch eher in das Spiel gegen die Mavericks, damit wir wenigstens einen Spieler noch hier haben. Die wollen, dass ich Muscala mehr Minuten gebe, Harden weniger. Na, weiß ich nicht. Okay, neue Rotation. Das sieht erstmal ganz gut aus. Ah, die Mavs kommen ran. Nee, ja, doch, das sieht sehr, sehr gut aus. 147, 114. Oh nein. Jaden Hardy. Jo, dank einer Verschauerung des Rechenteams sitze ich erstmal einige Tage auf der Tribüne. Bro, wofür mache ich diese scheiß Rotation? Kevin Durant, 28 Punkte. Jalen Johnson, 26 Punkte. Mo Bamba. So spielt man. Rui Hachimura, guck dir das mal bitte an. 6 von 8 Dreier von Mo Bamba. Let's go. Zwei Blocks direkt. Sehr, sehr stark. Jalen Johnson auch selten so scoring aktiv. Duncan Robinson trifft 5 von 5 Dreier. Ja, deswegen gebe ich dem Mann seine Minuten. Christian Wood 17 und 17. Jaden Hardy verletzt sich. Das tut natürlich sehr weh. Muscala kriegt schon doch Minuten. Wahrscheinlich wegen der Verletzung von Hardy. Alter, sehr, sehr nervig. Pah, Junge. Ja, den muss ich natürlich jetzt erstmal rausnehmen. Ich würde gerne John Wall bringen. Aber hab leider nur Rajon Rondo. Boah, ja, ich muss ja. Hier, Rajon Rondo kriegt erstmal die Minuten. Und dann tausche ich Rondo und Caruso. Ja, Junge, ich lasse jetzt Wondo einfach die Hardy-Minuten spielen. Sonst muss ich das alles hier neu machen und ich überlege mir nochmal. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall erstmal für diese Folge. Oh, Zukunft hier Free Agents. Oha, okay. Guckt euch diese Jungs hier an. Egal, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Award-Kandidaten, natürlich auch mal interessant. Nach 14 Spielen vielleicht ein bisschen verfrüht. Ich würde sagen, heute Hachimura-Trade. Goodbye, Rui Hachimura. Es war, ja, eine interessante Zeit, die du bei uns geprägt hast. Ich glaube aber, es war die gute, richtige Entscheidung, ihn jetzt zu traden gegen Mo Bamba. Erstes Spiel hier gegen die Mavericks auf jeden Fall direkt mal gut zerstört. Die Jaden Hardy-Verletzung natürlich bitter. Ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder morgen um 14 Uhr zur neuen Folge. Haut rein und ciao.